Hallo zusammen und willkommen zurück in Hannover. Nachdem ich euch im letzten Video den Erlebniszoo vorgestellt habe, geht es heute ins Sea Life. Hier tauchen wir natürlich in spannende Unterwasserwelten, aber darüber hinaus führt uns das Sea Life Hannover tatsächlich auch in den Regenwald. Aber bedeutet das, dass sich ein Besuch im Sea Life Hannover trotz der, wie üblich, nicht gerade günstigen Eintrittspreise lohnt? Nun, finden wir es heraus und schauen uns einmal an, was genau hier geboten wird. Zunächst einmal zeichnet sich das Sea Life Hannover tatsächlich durch eine außerordentlich gute Lage aus, denn direkt gegenüber liegt Schloss Herrenhausen und die Herrenhäuser Gärten, eine der größten Sehenswürdigkeiten der Stadt, die sich somit wunderbar mit einem Besuch im Sea Life Hannover kombinieren lässt. Also ein Tipp an alle Kinder und Jugendlichen, ihr wisst, wie ihr eure Eltern überzeugt. Aber abseits der Lage kommt es natürlich eigentlich auf die inneren Werte an und damit starten wir unsere Runde durch das Sea Life und kommen, wie für die Kette üblich, als erstes in einen Raum, der sich mit lokalen Wasserwelten auseinandersetzt. In diesem Fall ist es die Leine, ein Nebenfluss der Aller, der eben unter anderem durch Hannover fließt. In der Leine kommen 32 Fischarten vor, die hier unter anderem von Barbe oder Rotfeder repräsentiert werden. Ich mag es am Konzept der Sea Life sehr, dass man sich zunächst immer einem lokalen Lebensraum widmet, auch weil man sich in dem dann immer auch in irgendeiner Form engagiert. Das Sea Life Hannover züchtet etwa die vom Aussterben bedrohten Gelbbauchunken und wildert die in Zusammenarbeit mit dem NABU Niedersachsen aus. Und auch für die Sumpfschildkröten setzt man sich ein, die bei meinem Besuch aber gerade im Winterschlaf waren. Und aller guten Dinge sind drei, gemeinsam mit Leinelachs CV setzt man sich auch für die Wiederansiedlung der atlantischen Lachse in der Leine ein. Wie durch den Rumpf eines Schiffes geht es zum nächsten Themenbereich, den Mangroven. Die werden hier allerdings nur noch mit einem Becken repräsentiert, in dem leben Vierauge und Schützenfisch. Es gab hier wohl auch mal mindestens noch Schlammspringer, die sind allerdings nicht mehr da. Stattdessen tauchen wir in den nächsten Aquarien direkt ein in die bunte Welt der Korallenriffe. Es hat seinen Grund, warum man so einen Anblick wohl wahrscheinlich in jedem Aquarium findet, an einer wunderschönen Korallenlandschaft, die von zahlreichen farbenfrohen Fischen durchschwommen wird, kann ich mich auch auf keinen Fall satt sehen. Hier alle Arten von Pinzettenfisch bis Fuchsgesicht aufzuzählen, wäre zu viel des Guten, aber zumindest den Tüpfelritterfisch muss ich hervorheben, denn den gibt es in Deutschland ansonsten nur im Aquarium des Zoo Berlins und in ganz Europa gibt es ihn in zoologischen Einrichtungen nur 5-mal zu sehen. Im nächsten Raum folgt dann die beeindruckende Lagune der Rochen. Hier ziehen zunächst wahrscheinlich die Kuhnasenrochen alle Blicke auf sich, die man hier wunderbar dabei beobachten kann, wie sie fast schon majestätisch ihre Runden durch das Becken ziehen, in dem darüber hinaus aber auch noch viele andere Arten leben. Unter anderem etwa auch die Fledermausfische. Es macht jedenfalls gewaltigen Spaß, dem Treiben hier im Becken zuzuschauen und zu versuchen, alle möglichen Arten zu identifizieren. Das müsste etwa ein weiß gepunkteter Bambushai sein. Im selben Raum befindet sich auch dieses Becken, das ganz kreativ hinter die Windschutzscheibe eines PKW-Busses gelegt wurde. Im Nebenraum gibt es hier außerdem ein Forschercamp und kleinere Aquarien, unter anderem mit Mangrovenquallen, die im Englischen passenderweise Upside Down Jellyfish genannt werden. Nun geht es in den Korallengarten. Wie aus dem Inneren eines Schiffswracks blicken wir hier also auf weitere wunderschön gestaltete Korallenriff-Aquarien und können viele weitere Arten bestaunen. Hier gibt es außerdem auch schon den ersten wirklich großartigen Einblick auf das Ozeanbecken, zu dem wir gleich aber noch ausführlich kommen werden. Tiefer im Schiffswrack begegnen wir dann einem Oktopus, der sich bei meinem Besuch auch sehr aktiv gezeigt hat. Ich bin bei der Haltung von Oktopussen ja immer ein wenig skeptisch, da es sehr intelligente Tiere sind. Das spricht das Sea Life Hannover auf der Webseite auch offen an und beschreibt Oktopoden als Intelligenzbestien, die ständig gefordert werden müssen, da sie sich sonst schnell langweilen. Hier wird der Oktopus unter anderem dadurch beschäftigt, dass man Essen in verschiedenen Gegenständen versteckt,
aber ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht, um das Leben auf einem so begrenzten Lebensraum tatsächlich spannend zu machen. In diesem deutlich größeren und sehr schön gestalteten Becken leben unter anderem Rotfeuerfische und hier versteckt sich auch eine große Netzmoräne. Und damit geht es jetzt rein in den Ozeantunnel, der durch das größte Becken des Sea Lives führt. Genauer gesagt fasst das Ozeanbecken 300.000 Liter Wasser und natürlich beherbergt es eine Vielzahl von faszinierenden Arten. Besonders begeistert werden die meisten hier sicherlich von den schwarzspitzen Riffhaien sein, aber auch der Anblick eines großen Stechrochens, der über den Tunnel durch das Wasser gleitet, ist natürlich einfach atemberaubend. Darüber hinaus gibt es noch viele, viele Arten, über die man jetzt auch einzeln sprechen könnte, beispielsweise der Buckelnasendoktor, der nicht nur einen lustigen Namen trägt, sondern in Deutschland sonst auch nirgendwo gehalten wird und den man in ganz Europa auch nur in 7 Aquarien findet. Aber der Star im Becken ist ganz eindeutig Oscar, die grüne Meeresschildkröte. Auch von ihm konnte ich zum Glück einige wirklich wunderschöne Aufnahmen machen und ich konnte sogar beobachten, wie er gefüttert wurde. Unter anderem gab es, wie ihr sehen könnt, Brokkoli. Solche Unterwassertunnel wie hier gibt es natürlich in den allermeisten Großaquarien und das aber eben nicht ohne Grund. Es ist halt immer wieder ein Highlight. Hat man sich dann schließlich doch von diesem tollen Anblick losgelöst, geht es weiter durch Gänge, die wie das Innere eines Maya-Tempels gestaltet sind. Auch hier gibt es dann noch ein paar weitere Aquarien. Hier leben etwa Silberflossenblätter. Und vorbei an einem letzten Einblick auf das große Ozeanbecken geht es dann raus in den Regenwald. Das Sea Life Hannover wurde nämlich 2007 hier in einem ehemaligen Regenwaldhaus errichtet und der Regenwald ist erhalten geblieben. Und genau das ist es jetzt auch, was das Sea Life Hannover meiner Meinung nach von allen anderen Sea Lives in Deutschland abhebt. Es ist einfach ein sehr schöner Kontrast zu den ganzen Unterwasserwelten, die wir bislang erkundet haben. Auch hier gibt es aber als erstes ein Aquarium zu sehen, in dem eigentlich Piranhas zu sehen sein sollten. Tatsächlich gezeigt hat sich hingegen die Kuba-Krokodildame Marie, die sich freundlicherweise für die Aufnahmen sogar ein wenig bewegt hat, was bei Krokodilen ja nicht selbstverständlich ist. Ihre Anlage ist nicht nur sehr schön gestaltet, sondern auch ganz gut aufgebaut, denn zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, kann sie hier unter dem Besucherweg durchtauchen. Ganz genau verifizieren konnte ich das allerdings nicht, vielleicht sind es doch zwei getrennte Anlagen, denn ursprünglich hielt man hier auch mal 2 Kuba-Krokodile. Darüber hinaus leben hier auch noch einige weitere Reptilien in Terrarien, wie zum Beispiel hier ein Wasserdrache und hier gäbe es eigentlich ein Panther-Chamäleon zu sehen, das habe ich aber leider nicht entdeckt. Genauso wenig konnte ich eine der hier freilaufenden Echsen entdecken, die aber natürlich auch reichlich Platz zum Verstecken haben. Mehr Glück hatte ich da bei den Köhlerschildkröten. Entdecken wird man die in ihrer Anlage wohl immer, aber ich bin gerade vorbeigekommen, als ein freundlicher Ranger eine sehr schöne kommentierte Fütterung gegeben hat. Davon gibt es mehrere, hier findet zum Beispiel auch ein Insekten-Meet and Greet statt und das deutet schon an, dass im Sea Life Hannover auch in Sachen Wissensvermittlung gute Arbeit geleistet wird. Gerade die vielen schönen interaktiven Stationen für Kinder finde ich großartig, genauso, dass man wie in Sea Lives üblich hier auch eine Stempeltour machen kann. Wir touren derweil noch etwas weiter durch den Dschungel, vorbei an einem großen, flachen Becken, in dem unter anderem Schienenschildkröten oder Amazonas Süßwasserrochen leben und besteigen einen Aussichtsturm, von dem man einen guten Überblick über den Regenwald hat und von oben kommt die Größe der Stechrochen dann auch noch einmal ganz anders zur Geltung. Der Aussichtspunkt müsste auch der einzige Bereich des Aquariums sein, der leider nicht barrierefrei zugänglich ist. Lässt man den Regenwald hinter sich, geht es vorbei an einigen Touchtanks zu den letzten Aquarien des Sea Lives, die allerdings noch ein paar Highlights zu bieten haben. Hier findet man etwa noch Dickbauch-Seepferdchen und eine Drachenmoräne, die ich ganz besonders faszinierend fand. Auch sie wird in Deutschland lediglich 4-mal gehalten. Durch einen wunderschön bunt bemalten Gang geht es dann raus durch den Giftshop
Kann mir bitte jemand diese wunderschöne große Krabbe kaufen? Sie schaut wie jemand, der weiß, wie man das Leben genießt. Und damit geht es rein ins Fazit. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich sehr zufrieden war. Ein Besuch im Sea Life ist leider immer relativ kostspielig, gerade im Vergleich zu klassischen Zoos, die meiner Meinung nach in der Regel das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Allerdings ist das Betreiben eines Großaquariums eben auch eine verdammt teure Angelegenheit. Und das sollte man schon bedenken, bevor man über die Preise wettert. Ob es den Eintrittspreis wert ist, das muss am Ende natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, nach diesem Video ist allerdings klar, dass Sea Life Hannover bietet auf jeden Fall tolle Einblicke in faszinierende Unterwasserwelten und darüber hinaus auch noch einen wirklich sehr gelungenen Regenwaldbereich. Damit kann es sich nicht nur von anderen Sea Lives abgrenzen, es macht einen Besuch hier auch wirklich lohnenswert. Ich muss wie immer noch anmerken, dass mir persönlich wie üblich in Sea Lives die Gestaltung teilweise etwas zu kitschig ist, braucht es im Leinebereich wirklich einen künstlichen Baum mit Plastikblättern. Aber das ändert eben nichts daran, dass ich denke, dass man hier eine sehr gute Zeit haben kann, gerade auch mit Kindern, für die hier wie gesagt auch edukativ und unterhaltungstechnisch viel getan wird. Lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren hören, was ihr vom Sea Life Hannover haltet, oder lasst auch mal hören, welches andere Sea Life oder vielleicht auch welches andere Aquarium allgemein ich euch auch einmal vorstellen sollte. Aus Hannover werde ich euch jetzt noch bald das Landesmuseum vorstellen, das auch zahlreiche Tiere hält. Wenn ihr das und viele weitere Videos rund um Zoos, Aquarien und so weiter nicht verpassen wollt, klickt auf Abonnieren, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und wenn ihr das Projekt auch finanziell unterstützen wollt und euch viele, viele coole Bonusinhalte sichern wollt, schaut mal vorbei auf patreon.com/zooerlebnis. Und damit vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und natürlich an alle Unterstützer. Die Top-Unterstützer seht ihr wie immer oben eingeblendet. Und damit vielen Dank für ein ganz tolles Jahr 2023. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr, hoffentlich mit vielen tollen Zoobesuchen und vielen tollen Videos. Macht euch schon mal auf einiges gefasst. Bis bald, macht's gut, euer Martin.